Mal probieren. Jetzt geht, glaube ich, doch. Nee, doch nicht. So. Doch. Ah! Oh mein Gott, ich kann. Ah. Leute, das war mal ein Einstieg. Soll ich mal die Tür vielleicht noch schließen? Ein toller Einstieg. Wir haben gerade kurz einen Schock bekommen. Das war jetzt nicht so glamorous wie geplant. Ja, wir dachten so, tada, wir sind fertig. Alles Leute, voll. Schön, dass ihr da seid. Also für alle, die ganz frisch und das allererste Mal dabei sind, seid, guck mal hier, wir laufen noch parallel. Ich mache mal den Ton aus hier. Wir haben unfassbar viele Leute dabei. Für alle, die das erste Mal dabei sind, herzlich willkommen. Wir hatten beim letzten Mal ein Mini-Tonproblem. Und wir hatten gerade kurz eine Mega-Panikattacke, dass man uns nicht hört. Ja. Ich lese mal ganz kurz mit, wir können ja zusammen sonst reinlesen. Ja. Wir dürfen nur nicht dieses Kabel hier rausziehen, im Mikrofon. Hände weg. Herzlich willkommen. Also wer uns noch nicht kennt, wir haben ja so ein bisschen Alarmwerbung gemacht. Das ist Marit. Hallo. Und das ist Marc. So, wir haben schon begrüßt. Wow, wie viele ihr seid. Krass. Hans Bernd, herzlich willkommen. Der Erste, der hier geschrieben hat. Und ganz richtig, ich glaube, ich habe ganz gerade kurz die Ankündigung reingeschrieben. Am 24.04. Geht es um, kann man eigentlich schon mal eben sagen, ne? Für alle, die jetzt ein bisschen später reinschalten, guck mal, hier was vorbereitet. Wir haben Frischhaltefolie, guck mal, ist fast das gleiche Bild. Frischhaltefolie und Stickfolie Avalon, schon mal ausprobiert und würden das gerne nächste Woche im Stream testen. Wir das. Testen. Ja. Und, kommen wir später nochmal zu. Da sagen wir ganz später noch was zu. Irgendwie wieder zehn Themen gleichzeitig. Aber ich bin richtig glücklich, dass es diese Woche richtig gut funktioniert von Anfang an. Und wir lesen jetzt einmal gerade, wer noch so dabei ist. Marina, herzlich willkommen. Kela, herzlich willkommen. Lisa ist dabei. Little Lena. Cool, ja. Blackjack ist unser Mod. Herzlich willkommen. Deswegen hat er so einen kleinen Schraubenschlüssel davor. Sandra. Barbara ist dabei. Liebe Grüße nach Köln. Hallo. Du bist auch schon startklar mit deiner Nähmaschine. Wir haben schon einiges vorbereitet. Wenn man sich das von oben anschaut, sieht es ein bisschen wüst und wild gerade aus hier, ne? Also wir gleich mal aufräumen. Werden wir gleich ändern. Ja, wir lassen erstmal hier alle fertig begrüßen. Ruik, Sandra, Atik, genau. Herzlich willkommen. Hallo ihr Lieben, sehr schön. Nochmal Lilena, Antje, Inge, sehr cool. Mrs. Kerr. Susanne, Ute, Wahnsinn. Wir sind cool. Ja, wir sind richtig viele Leute. Mal. Schön. Krass. Herzlich mega willkommen, cool. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist richtig cool. Ja, ihr seht, wir haben diesmal eine einfache Nähmaschine hier stehen. Wir haben ja einigen Leuten ein Schnittmuster zur Verfügung gestellt. Und es geht um das Thema Upcycling, wie auch die Videos, die wir in den ganzen letzten Wochen schon publiziert haben. Genau, gepostet haben. Und ist gerade ein Riesenthema und haben wir einfach Spaß dran. Ja, ich bin gerade ganz aufgeregt, ob alles funktioniert. Erstmal runterkommen. Ja. Ja. Dorothea und Sandra, herzlich willkommen. Ich glaube, ihr... Ja. Und Mirepeke, hola. Oh, das klingt relativ spanisch. Hola. Vielleicht verstehst du uns über ein hola, komme ich, wenn es um Spanisch geht, auch nicht. Ja, ja, aber schön, dass ihr dabei seid. Sehr schön. Dass ihr jetzt auch zum ersten Mal hierbei seid. Richtig schön. Mega schön. Ihr könnt ja mal reinschreiben, habt ihr das Schnittmuster runtergeladen? Alle? Also es haben sehr viele runtergeladen. Mhm. Das können wir dazu sagen. Unser E-Mail-Postfach stand nicht still. An Katrin. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Genau. Ja. Ja. Wir haben ein bisschen Programm vorbereitet. Wir wollen jetzt noch ein bisschen durchmarschieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein. Ich werde jetzt heute mal parallel daneben sitzen und Fragen beantworten. Und du natürlich auch, ne? Ja, ich schiele mal rüber. Immer mal rüberschauen. Genau. Sehr cool. Lisa schreibt, wir tackern alle unsere Geräte mit Stickern. Voll richtig. Überall. Alles, sind überall. Mhm. Ja, damit man auch nicht sieht, dass wir ja irgendwie Werbung für irgendwen machen. Ja, sehr cool. Schreibt mal rein. Seid ihr bereit? Habt ihr eure, ich kann mal ganz kurz den Schnitt, willst du den einmal gerade vorstellen? Ja, na klar. So. Ich räume hier erstmal ein bisschen auf. Ja, die Sticker können auch machen. Aus dem Bild. So. Weg, die Ordnung. Ja. Noch ein Stift, noch ein Handy. So. Alles weg. Also, ihr könnt ja alle gerne mal schreiben, wer näht denn jetzt mit
Und wer nicht, wer näht vielleicht später mit. Was auch in Ordnung genau, ist. Genau, kein Problem. Viele wollen sich es vielleicht auch einfach jetzt mal richtig gemütlich machen nach der Arbeit. Ja, nochmal Team Jogginghose, Team Couch, Team Bett. Team Nähmaschine. Ja, schreibt mal rein, welches Team ihr seid. Ob ihr mitnäht. Voll ins Wort gefallen. Ich fall dir auch andauernd ins Wort. Das ist in Ordnung. Ja, ja, ist auch genau. Cool. Dass wir hier mal einen Überblick haben, welches Team am stärksten vertreten das ist, stimmt. Sozusagen. Ja. Ja. So, Marina schreibt, also Hans-Bernd hat schon zugeschnitten. Perfekt. Mega cool. Blackjack, Team Sticker. Lisa, hast du deine Maschine wieder? Das ist die Frage. Also Lisas Maschine ist eine W6, ist jetzt schon seit einigen Wochen in der Reparatur und du kommst einfach nicht zum Sticken. Morgen kommt sie wohl. Morgen kommt sie. Sehr cool. Ja. Dann kleb den Apfel mal noch zu. Ja, stimmt. ich stell da was vor. Gute Idee. Ah ne, das... Hä? Hier. Ich stell mein... Das klappt nicht. Hör mal, das drängt sich auch überall rein. Wenn ich sage, ich stelle dir so ein Handy vor, ist ja auch schon noch, wieder. Pass auf, noch ein Apfelprodukt vor. Noch ein Apfelprodukt, aber einfach noch so Werbung davor. Guck. Das knallt bestimmt. Das knallt bestimmt gleich runter. Na ja, gut. Alle wieder wach. Aber wir haben ein paar Team Couch, Sofa. Ja. Clara Team Jogger, Team Sofa. Das ist Gina. Hallo aus Bremen. Sehr cool. Ja. Also auch wer gerade erst nach Hause gekommen ist, holt euch einen Drink. Macht es euch bequem, gemütlich. Genau. Ja. Oder näht mit, wie ihr wollt. So, Marina ist Team Sticky. Nick, Team erstmal gucken, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, Blackjack, Team Stream und Team Jogginghose. Ja, also Ankatrin. Team Nähmaschine. Jogginghose an der Maschine und fertig zugeschnitten und bestickt. Perfekt. Wow, dann cool. Hast du sozusagen gerade den Status, den wir auch haben. Und für alle. Wir gehen gleich nochmal ganz kurz ein. Für alle, die uns gefragt haben, ich schalte einmal fix um, es gibt ja die Stickdatei Happy Easter und wir haben jetzt ganz schnell und kurzerhand noch Frohe Ostern in einem gleichen Format rein hinterhergeschoben. Das wird häufiger angefragt, dass es irgendwie eine schöne Datei ist, aber nicht, also dass viele sich das auf Deutsch gewünscht haben. Und das haben wir jetzt übrigens, kleiner Side-Fact, auch im Shop hier mit Frohe Ostern. Genau, und wer das komplette Osterset noch runterladen möchte, weil er noch Lust hat, bis Ostern was zu sticken, der kriegt es einfach sogar noch dazu. Yes. Also im kompletten Osterset gibt es Frohe Ostern noch mit dazu. Genau. So, Team Jogginghose, Maschine, perfekt. Schnittmuster wollte ich noch runterladen, hat nicht geklappt oder Gutscheincode war abgelaufen. Nee, kann man immer noch machen. Also ist nichts abgelaufen. Heute ist noch die Chance. Genau, ja. Also heute ist auf jeden Fall noch die Chance und funktioniert auch noch, denn bis gerade haben auch noch Leute fleißig runtergeladen. Ja, also der Gutscheincode bei Makema für dieses Schnittmuster heißt einfach Makema mit. Egal, ob groß oder klein geschrieben. Ja. Barbara, Team Nähmaschine und zugeschnitten, sehr cool. Sofa und Abendbrot ist auch gut. Wir haben auch gerade schon was gegessen, damit wir jetzt gleich nicht nach 10 Minuten hier müde rumhängen. Quengeln, genau. Sehr schön. Sandra steht in den Startlöchern, hat ein wenig Angst, nicht mitzukommen, ist Nähanfänger, überhaupt gar kein Problem. Wer den Livestream mit uns gesehen hat bei Anna von Einfach Nähen, der weiß, man kommt eigentlich mit. Ja, und ich würde auch immer sagen, noch mal Bescheid sagen, genau. Es ist auch ein ganz einfacher Schnitt, also keine Sorge, das wird alles super klappen. Sehr cool, mega schön. Ja. So, Lisa hilft hier gerade, Antje ist auf der Homepage bei den neuen Sachen ganz oben, das erste Produkt bei den Schnitten, ne? Kannst du einfach anklicken, eingeben, runterladen. Cool, dann würde ich sagen, wir sind jetzt krass, so 39 Leute, Wahnsinn. Ja, wir starten einfach, oder? Wir starten einfach. Wollen die Maschine mal starten? Ja, ja. Und ich nehme mir einfach jetzt gleich mal parallel die andere Kamera vielleicht sogar runter und dass ich immer so ein bisschen Details zeige, oder? Ist das ein Plan? Das ist doch ein guter Plan. Das ist auch ein Plan. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach rein. Mrs. Kersey, einen Auftrag abgearbeitet. Wahrscheinlich ging es da auch ums Nähen und leider zu kaputt zum Nähen. Vollkommen in Ordnung. Schau einfach Kein zu. Problem. Wir haben nämlich neben dem Nähen noch ein bisschen anderes Programm, was wir parallel so einschieben. Ja, haben wir uns ein bisschen was überlegt. Die schon länger dabei sind, die wissen, was ungefähr kommt. Sehr cool. Ja, sehr schön. Okay. Ja. Dann kann ich ja hier gerade mal
mal so starten. Ich übernehme jetzt einmal fix die Kamera von oben, oder? Ja. Und dann, ja, kannst du machen. Kannst du doch mal machen. So, hier nichts abschmeißen oder schmeißen. Stromt sich ab. Das nehme ich raus. So. Schalt mal auf Detail. Alrighty. Alright. Mache ich. Da ist es. Da ist die Kamera. Da ist es. So. Genau. Ich kann ja sonst auch rumkommen, oder? Kannst du auch. So, rechtes Kabel. Okay. Aber das ist gerade ganz schön wackelig. Ja. Ich schalte lieber nochmal fix um. So, ich habe jetzt hier die Kamera in der Hand und werde einfach wie ein Kameramann alle Details filmen, die relevant und wichtig sind. Alles klar. Du sagst, was du gerade tust. Ich erzähle mal einfach gerade erstmal, wie das Schnittmuster, wenn ihr zugeschnitten habt, dann müsste es bei euch jetzt ja ähnlich aussehen. Zweimal Futterstoff. Ich habe das hier aus einer alten Hose genommen. Es ging ja auch so Laptop-Tasche. Genau, um das Thema Upcycling. Und vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo ich eine Laptop-Tasche aus einer Hose mache. Jedenfalls hatte ich da immer noch ein bisschen Stoff von übrig. Da habe ich jetzt mein Futter von zugeschnitten. Und dann für das Oberteil, für den Oberstoff. Was? Sie sagen gerade doch, der Gutscheincode ist abgelaufen. Wahrscheinlich ist es aber doch jetzt auch so ein bisschen zu spät. Dann mache ich das nach dem Stream. Erinnert mich bitte nochmal daran, dann schalte ich den nach dem Stream nochmal frei, den Gutscheincode, dass ihr das nachnehmen könnt. Aber wenn ich das jetzt mache, das dauert zu lang und man kann es eh nicht mehr ausdrucken, oder? Ja, das ist jetzt dann eh zu spontan. Okay. Okay. Dann ist der morgen nochmal verfügbar. Ja. Morgen auf jeden Fall den gesamten Tag noch verfügbar. Genau. Okay. Cool. Ich erzähle mal kurz weiter. Hier, ich hatte. Am Sonntag kommt ein. Du musst gerade die Kamera. Ist gut. Am Sonntag kommt noch ein Video, natürlich wieder zum Thema Upcycling. Und zwar arbeite ich da mit Händen, die mein Opa mir geschenkt hat, die er nicht mehr anzieht. Und das ist natürlich perfekt, weil ich mal ein bisschen mehr Stoff als jetzt nur bei einem T-Shirt. Und das habe ich schon gedreht, aber ich habe immer noch ein bisschen Stoff davon noch übrig. Und daraus habe ich jetzt meinen Oberstoff für mein Täschchen zugeschnitten. Und in die Mitte halt noch die neue frohe Osterndatei eingesetzt. Gerade hat er ein bisschen geruckelt. Also vielleicht sagst du es einfach nochmal. Ich glaube eher. Also jetzt gerade ist er qualitativ gut. Vielleicht sagst du einfach nochmal, was du gerade gemacht hast. Habt ihr es vielleicht nicht gehört? Jedenfalls habe ich jetzt aus diesem Hemd von meinem Opa hier den Oberstoff zugeschnitten und dann noch diese Stickdatei mit eingesetzt. Genau. Das ist so dazu. Und dann braucht man ja noch zwei von diesen kleinen Stübis, die den Reißverschluss einfassen. Und den Reißverschluss braucht man auch noch. Wenn ihr das habt, dann seid ihr perfekt aufgestellt. Vorbereitet. Für unseren Sew-Along. Genau. Schreibt doch gerne mal rein, ob ihr das jetzt auch nutzt. Also wenn ihr jetzt mitnäht oder Lust habt, das noch zu nähen. Ob ihr auch die Gelegenheit nutzt, um ein bisschen abzucyceln. Also auch alte Kleidungsstücke verwendet oder Stoffreste verwendet, wie zum Beispiel Barbara. Habt ihr vielleicht auf Sockshype gesehen. Auf Instagram, ne? Bei Sockshype. Instagram bei Sockshype, genau. Das fand ich auch einen richtig coolen Post, dass man halt auch Stoffreste verwenden kann und die in einem schönen Muster zusammen quilten zum Beispiel und daraus natürlich auch mega coole Täschchen oder andere Sachen nähen kann. Es gibt ja auch viele Projekte, die hat man mal genäht und denkt jetzt so, oh, der Stoff ist cool, aber das Produkt an sich nicht mehr. Einfach auseinandernehmen, nochmal nähen. Ja. Genau. Und Two and a Half Seams ist, Daisy ist auch dabei. Ah, sehr cool. Hi, schön, Daisy, dass du da bist. Ja, cool. Sie hat auch einen mega coolen Account zum Thema Upcycling nähen, wenn ihr ihr folgen wollt. Hinder. Sehr cool. Sie hat nämlich mit Anna von Einfach Nähen so einen kleinen Tausch gemacht und sie haben sich Klamotten gegenseitig zugesteckt und sehr das cool. Auch ja, und gegenseitig was genäht. Cooles, interessantes Video. Ja. Ja. Sandra schreibt, alte Flicken, Jeanshose. Das, wahrscheinlich, also du machst alte Flicken, Jeanshose. Musst du nochmal ganz kurz erklären. Lisa sagt, Marit, hast du das Weiße bestickt und dann zwei Streifen ran oder hast du das Weiße auf den Oberstoff aufgenäht? Ich habe das Weiße bestickt hier bei dem. Also einfach auf ein weißes Stück Stoff die Stickerei gemacht und dann diese beiden Streifen noch
dazu genäht. Das habe ich einfach das Schnittmuster sozusagen ein bisschen so angepasst. Sehr cool. Also es klingt jetzt viel schwieriger, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich habe einfach diesen mittleren Teil dann ersetzt durch das Weiße. Das Weiße. Genau. Ja, cool. So. Ja. Ich würde sagen, Leute, wenn ihr soweit seid, ich schalte jetzt um auf die Detailkamera. Dann starten wir. Ich halte die Kamera ruhig wie möglich und du kannst ja parallel erklären, was du tust und machst. Ja, mir fällt gerade eine Sache auf und zwar muss ich gleich nochmal den Reißverschlussfuß holen. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja. So, ich starte erstmal. Als erstes nimmt man sich hier den Reißverschluss und diese beiden kleinen Dinger. Und da guckt man sich jetzt mal an, wo die Hälfte ist. Also man kann es zum Beispiel so ein bisschen knicken oder anzeichnen. Und legt den jetzt hier ran. Und genau bei der Hälfte nähen wir jetzt hier einmal drüber. Sodass man, wenn man das dann umklappt, hier so eine schöne Einfassung hat vom Reißverschluss. Also einfach einmal drauflegen und hier festnähen. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Dazu natürlich den Reißverschluss ein bisschen aufmachen. Weil sonst kann man ja nicht drüber nähen. Und genau, dann auch hier einmal drauf nähen. Ganz einfach, ganz schnell gemacht. Cool. Mache ich jetzt mal. Maschine nach vorne. Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein. Ute hat geschrieben, sie hat eine große Tüte voll, wahrscheinlich mit Stoffresten, großen Karton voll abgelegter Kleidung. Leute, ihr müsst keinen Stoff mehr kaufen. Ihr könnt einfach den ganzen Stoff benutzen, den ihr eh bereits schon habt. Ja, ja, das ist auch mega cool. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach unten rein. So, und das mache ich jetzt auch nochmal hier auf der zweiten Seite. So, Kameramann kann nicht gleichzeitig lesen und die Kamera halten. Ja, sie driftet so weg. So einfach. Ja. Die Kommode. So. Mit unseren Stoffresten. Schalte nochmal um. Muss hier nochmal gucken, wo die ist. Zack. Da, jetzt mal schauen, dass ich den. Ja. So, dann sieht das Ganze hier so aus. So, und dann kann man es hier eben so umklappen, dass man einen schönen Abschluss hat. Wo ist der hin? Nee, ich habe es gerade gezeigt. So sieht das aus. Mir fällt gerade auf, das sind ja auch hier voll unsere Make-Ma-Farben. Stimmt, ja. Nein, mach mal hier. Ach so. Kameramann. Kameramann. Richtig lausig heute. Richtig lausiger Kameramann. Ja. Ich muss gerade mal zwei Sachen holen. Also Marc, für Spaß. Also ich entertaine euch jetzt hier. Ich bin der Kameramann. Was wollt ihr wissen? Also soll ich euch irgendwas zu dieser Maschine erklären? In der Zeit könnt ihr, wie gesagt, ich hatte ja schon angekündigt, dieses Video ist heute auch erschienen. Könnt ihr gerne reinschauen. Wir haben jetzt regelmäßig, dass wir jeden Sonntag um 10 dann ein neues Video rausbringen. In der letzten Woche hatte das was zu tun mit dem Livestream, den wir am Mittwoch hatten und dann darauf aufgebaut die Laptop-Tasche genäht. Und ganz kurze Frage, haben wir eigentlich das Täschchen, das fertige Täschchen, was wir fotografiert haben, noch irgendwo? Ist es da in der Ablage? Ja. Vielleicht können wir das auch nochmal mit reinnehmen. Perfekt vorbereitet. Wir sind echt solche Spezialisten. Ja. Vor allem, wir waren heute echt gut in Zeit, muss man sagen. Waren wir so gut in Zeit, weil wir die Hälfte vergessen haben, hier hinzustellen. Das stimmt. Wahrscheinlich So, schalte mal ganz kurz um. Und zwar haben wir hier ein ganz kleines Täschchen. Und? Schaut mal. Dieses kleine Täschchen hat mir die liebe Barbara genäht. Genau, Barbara, die auch jetzt gerade hier im Stream dabei ist und mitnäht. Und das hat sie dir genäht und ist gefüllt mit... Ich weiß immer nicht, wie sie heißen. Ja, ich vergesse auch immer, wie sie heißen. Wonderclips, glaube ich. Wonderclips. Ich vergesse immer Snap, aber... Sorry. Sind es nur irgendwelche Klammern. Genau. Und mit denen klammer ich mir das hier jetzt schon mal fest. So. Nur, dass es alles schön in Form sitzt. Ja. Lisa hat noch geschrieben, sie hat ihrer Mama auch gesagt, dass sie ihre Sachen nicht wegschmeißen soll, ihre alten Klamotten. Finde ich auch eine sehr...
sehr schöne, ja, wir können man ruhig mal anrufen, so bei der Mama oder überhaupt bei Kindern, sagen, hey, kauft, wenn ihr neu kauft, dann behaltet wenigstens eure alten Sachen und gebt sie uns zum Nähen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, mein Opa hat sich auch gefreut, dass er seine alten Hemden mir geben kann, weil das ist auch so eine Generation, der die gar nichts wegschmeißt, ja, und so. Und ich glaube, er freut sich, dass ich da jetzt was Neues draus gemacht habe. Und dieses Täschchen will ich denen dann auch, also meinen Großeltern, zu Ostern schenken, weil, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie es ganz süß finden, so ein altes altes Hemd als Tasche zu haben. Und wir haben, also sein altes Hemd, ne? Ja. Was du jetzt auch erst vor kurzem bekommen hast. Und wir haben noch die In the Hoop Ostereier. Die kriegen sie auch. Stimmt. Mit einem Fläschchen. Zugeballert mit. Hoffentlich gucken sie jetzt nicht zu, sonst glaub, wissen sie auch schon. Ich glaube auch nicht. Sonst. Ja. Hallo. Okay, ja, ich mach mal weiter, ne? Wir müssen ja hier was schaffen, ne? So, Shadow begrüßen wir nochmal gerade. Ah, Shadow ist auch wieder dabei. Unser nächster Mod, schön, dass du dabei bist. Frauke Walter schreibt, ist es richtig, dass der Gutschein abgelaufen ist? Ich glaube, ich hatte das bis heute Abend eingestellt dann wohl. Ich werde den nach dem Stream nochmal freigeben. Wer dann nachnähen möchte, genau, der kann sich das im Anschluss an den Stream dann nochmal runterladen. Ja. 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 So, ich mach mal hier weiter, ne? Sehr gerne. Also, im nächsten Schritt nehmen wir uns jetzt hier unseren eingefassten Reißverschluss und die erste Seite von unserem Täschchen, von dem Oberstoff. Und das wird jetzt hier, ich muss mal gucken, wie rum ich den Reißverschluss haben will. Ich glaube so. Das lege ich jetzt hier, also erstmal umdrehen und hier an die Kante dranlegen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. So hier drauf. Und an die obere Kante. An die obere Kante. Ich klippe es mal hier direkt fest. Kannst ja sonst gleich nochmal von beiden Seiten zeigen. Ah, na klar. Und von der anderen Seite sieht es dann eben so aus. Und ich werde jetzt auch von dieser Seite nähen, weil ich dann besser sehen kann, wo der Reißverschluss ist. Genau. Und dafür habe ich mir jetzt hier gerade noch den Reißverschlussfuß, das ist bei den meisten Maschinen ja dabei, so ein schmalerer Fuß, dass man ein bisschen dichter an den Reißverschluss hier einfach einmal entlang. Ich bin kurz auf den Mute-Knopf gekommen, falls ihr denkt, dass er... Ja. Hier darf man sich auch nicht bewegen. Nee. So. Ich versuche mal aus deiner Perspektive jetzt. Auf welchen Stich nutzt du? Ganz normal. Ich gucke nochmal ganz kurz. Das ist jetzt ein ganz normaler Gradstich, 5 mm. Jetzt ein kleiner Trick. Wenn man hier über das Ding rüber näht, dann wird das immer so knubbelig. Deswegen mache ich den Fuß hoch und ziehe den jetzt einmal auf die andere Seite, damit man da nicht einen blöden Hügel hat. Nun haben wir das Ganze so. Ist mal auf der einen Seite der Reißverschluss dran. Und bevor wir jetzt die andere Seite machen, nehmen wir das eine Teil vom Futter und man muss ja manchmal, wenn man dann so live ist, auch erstmal gucken, so, was mache ich jetzt eigentlich? So, genau, das legen wir jetzt ja auch nochmal drauf. So, dass die Teile rechts auf rechts sind. Und genau, wenn alles so schön aufeinander liegt, dann nehmen wir da noch ein zweites Mal drüber. Man kann, wenn man jetzt super geübt ist, das natürlich auch alles in einem Zug machen, aber da verrutscht dann doch schnell mal irgendwie was. Ich würde das jetzt auch wieder von dieser Seite nähen, weil man da schon sieht, wo die Naht ist, die man schon gemacht hat. Kann man sich ganz gut daran orientieren. Und das mache ich nun. Ich muss mal gleich gucken, ob wir neue Kommentare haben. Nicht, dass wir jetzt hier die lieben Leute vernachlässigen. Ja, Blackjack hat schon geschrieben als Mod, keiner schreibt mehr. Entweder sind alle ganz gespannt oder sie nähen parallel auch mit, dann kann man nicht schreiben, ne? Na, das macht ja auch Sinn. Gerade einmal schau, guck, ich ziehe jetzt den Reißverschluss auch wieder zu. Perfekt.
damit das nicht knubbelt. Ihr wisst, was ich meine. Marit, wie ist denn so deine derzeitige Näh-Experience, deine Erfahrung? Meine Näherfahrung? Ja, wie lang bist du schon beim Nähen? Allgemein, dass ich nähe? Ja. Wie alt bin ich jetzt? Also seit 13 Jahren nähe ich. Ja. Seit ich 11 bin. So cool. Und man muss dazu sagen, Marit hat sich sogar ihr eigenes Abi-Kleid genäht. Ja, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, dann ist es mir, also nicht unangenehm, aber es war irgendwie auch schon cool, aber es war so sehr puffy. Also ja. Ich habe sehr viel Tüll verwendet und es war so ein bisschen over the top, aber das war ich immer. So alle hatten nämlich hier gekauften schlichten Kleider und ich war so, hallo, ich bin ein Sahnehäubchen. Cool. Ja. Ja, ja. Aber das war schon auch cool. Ja. So, was machst du jetzt? Hast du irgendwas umgeklappt, gemacht, was wir verpasst haben? Ach so, genau. Ich habe das jetzt hier... die beiden Seiten ja sozusagen festgenäht und wenn man das jetzt so umdreht, dann hat man sozusagen das Innen- und Außenteil schon fertig. Ich nähe da jetzt, steppe das jetzt hier noch einmal ab, weil ich einfach finde, dass es ein bisschen handlicher ist und dann der Reißverschluss nicht, also immer hängen bleibt im hinteren Teil. Deswegen nähe ich jetzt hier noch einmal nochmal entlang. Genau, aber das ist so optional, das müsst ihr nicht machen, aber ich mache das immer ganz gerne. Falsch rum, so rum. Ich sehe ganz kurz, versuche gerade rauszufinden, was ihr meint. Lisa schreibt, Sandra, da hast du recht, alle, die nicht am Nähen sind, nähen Gedanken mit, genau. Wahrscheinlich, ihr wisst eh schon all genau, was ich hier gerade mache. Ja. Und dann... Und jetzt steppst du das einmal ab. Genau. So. Und der Reißverschluss kann jetzt bleiben, wo er ist, ne? Ja, ich mach den gleich trotzdem nochmal wieder zu. Safety first. Marit, hast du noch ein Foto von deinem Kleid? Ja, irgendwo bestimmt. Wirst du es bei Instagram posten? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber okay, Leute, ihr müsst sie jetzt beknien. Ja, irgendwie werde ich es euch mal zeigen. Oh, Leute, hätte ich bloß nichts gesagt. Ja, ich habe ja auch so blöd gefragt einfach. Ja. Sorry. So. Übrigens, die Maschine, die wir jetzt gerade hier nutzen, ist eine relativ einfache. Es war... ich glaube, es ist die 950, ne? Die ist schon sehr alt. Ist eine kombinierte Stick- und Nähmaschine. Oder wir posten es bei YouTube in diese Community-Funktion rein. Das ginge natürlich auch. Das ginge auch. So. So sieht das Ganze dann aus. Gesteppt. Und jetzt kommt das Gleiche natürlich nochmal auf der anderen Seite. Ja. Ab in die Stickgruppe. Die ist wenigstens klein. Das ist doch super. Alle schreiben bitte, sie wollen ein Abi-Kleid sehen. Oh boy. Ja? Ja, ja, okay. Ja, ich poste das. Ich zeige euch das. Aber wo? Wir landen uns so. Das kannst du dir noch überlegen. Das überlege ich mir, das werde ich noch später verkaufen. Erstmal raussuchen. Also entweder in die Insta-Story oder in die Stickgruppe. Ja. Oder hier auf YouTube. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Ja, sehr cool. Also, ich schalte nochmal um. Genau. Was passiert hier? Das Gleiche passiert wie eben gerade. Das gleiche Spiel. Nur für diese Seite, ne? Benutzt ja auch immer so wenig Nadeln wie möglich. Ich bin immer so faul. Ich benutze mal irgendwie nur zwei Nadeln oder so. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn man mehr benutzt. Ja, aber bei der Sache fester Stoff, gerade Bahn, glaube ich, ist das auch okay. Ja. Ja. Also für alle, die jetzt gerade zuschauen, das ist natürlich relativ basic gerade, was du hier machst als Start. Wenn euch das Spaß macht und ihr da Bock drauf habt, ist was Neues schon geplant. Auch zum Thema Live-Sew-Along.
Aber das sprechen wir später nochmal an. Mhm. Genau, genau, genau. So. So, Blackjack schreibt, das Internet vergisst nie. Daisy von Two and a Half Seams will, dass es überall gepostet wird. YouTube, Instagram und sowieso überall. Überall. Ja. Am besten mache ich noch Riesenplakate und hänge die überall in der Stadt auf. Wie wäre es? Wir buchen einfach noch eine Plakatwand. Ja. So St. Pauli oder so. Ja. Oder in euren Städten, wo ihr so herkommt. Also wo möchtet ihr zukünftig ein Plakat sehen von Marit in ihrem Abiballkleid? In welcher Stadt? So, und Lisa schreibt, Antwort auf deine Frage, die du gestellt hast, sie würde mindestens 4 verwenden jetzt gerade. 4? 4 Nadeln, oder? Wer hat das geschrieben? Lisa. Lisa? Oh, ja. Boy. Ja, ich weiß, ich bin auch irgendwie faul. So. Ach, das sieht doch schon richtig, es sieht so nach so bayerischen Ostern aus, finde ich hier, was ich gerade mache, ne? Mit dem Karierten, ne? Mit dem Kariert. Schön gerade. Ja. Ja, das mach ich, mag ich. Ja. Was passiert jetzt? Jetzt passiert nochmal das gleiche wie eben gerade. Also wieder rechts auf rechts. Jetzt muss ich wieder erstmal gucken. Ich muss erstmal selber gucken. Geh mal ein bisschen weiter weg, dass ihr so einen kleinen Überblick bekommt, nicht, dass wir da zu sehr im Detail sind. Genau, so hier rauf. Also, Nathalie kommt aus Belgien, hätte dann gerne Plakate mit deinem Abiballfoto in Belgien. Ja. Moin Shadow sagt weltweit. Weltweit. Ja. Weltweite kein Kampagne. Problem. Zahlen wir aus der Portokasse. Kein Problem. Ja. Ne? Dann kennt man uns aber auch, oder? Dann fragt man sich die ganze Zeit so, was soll denn dit? Was soll denn dit? Was war denn dit eben? Was war denn dit eben? Ja, war das Marit im Abiballkleid? Ach Leute, ich freue mich, euch das zu zeigen. Ja. So, durch die Blume haben einige schon direkt gecheckt, worauf die Frage abzielt, die wir eigentlich jedes Mal stellen, wo kommt ihr eigentlich her? Und wir sitzen aktuell hier in Hamburg, ganz im Norden, bei schönstem Wetter, wobei jetzt die Sonne auch langsam untergegangen ist. Wie ist bei euch das, war bei euch das Wetter auch so mega cool heute? Ich glaube, das Wetter war, also wir hatten hier 20 Grad Sonnenschein. Leipzig. Stefan Geis kommt aus Poppenbüttel. Ja. Das ist ein Zufall. Antje aus Erfurt. Sehr, sehr cool. Guck mal. Leipzig, Erfurt, Gießen. Ich habe gerade gelesen und als Kameramann wieder mal versagt. Ach, Leute. Marc. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. So, und jetzt muss ich das natürlich auch nochmal absteppen. Das muss ja auch alles schön symmetrisch sauber sein, ne? Genau. Traben Trabach, das klingt sehr nach Süden. Das klingt irgendwie cool. Während Haselünne sehr nach Norden klingt. Aber ich weiß es nicht. War jetzt nur gemutmaßt. Aber Ostseebad Boltenhagen. Das klingt schön. Klingt schön und sehr nördlich. Okay. Außer es gibt eine Ostsee in Süddeutschland. Bezweifle ich. Oh, bei Daisy hat es geregnet. Nee, die ganze Woche ist ja herrlichstes Wetter. Bei Blackjack aus dem Büro konnte er sehen, dass das Wetter schön war. Oh. Das klingt traurig. Dann erstmal mit dem Eis raus. Aber wir haben heute auch schon Eis gegessen, das ist geil. So. Ich muss euch an dieser Stelle ganz kurz erzählen, wie faul Marit eigentlich ist. Warum? Darf ich euch das erzählen? Was kommt jetzt? Also, manchmal nähst du was, aber das sind irgendwie nur so 5 Nähte und dann bist du zu faul, das Pedal rauszuholen. Und mit dieser Maschine kann man einfach, indem man hier auf Play, wenn der Fuß unten ist, einfach auf Play drückt, muss, dann näht sie auch. Man muss dann aber das Pedal rausziehen. Ja gut, ich kann ist halt eh nicht da. Demonstrieren. Ja, hast du eine gerade Naht? Ja. Okay, das ist jetzt aufgepasst, das ist jetzt für Profis. Oder für Faule da draußen. Also da kann ich euch schon mal erzählen, was ich jetzt nächstes mache. Und zwar ist das einfach das hier aufeinanderlegen. Warte, ich schalte nochmal um, dass man auch sieht, was du tust. So. Kommt ihr alle mit, Leute? Willst du sonst das Gesamtteil nochmal zeigen? So, also vorne ist klar. Jetzt hast du die Rückseite. Sieht so aus. Die beiden schon dran genäht,
quasi innen. Mhm. Der Reißverschluss ist frei von beiden Seiten. Ich merke gerade, man erwischt. Man sieht jetzt hier, dass ich meinen Bademantel auf dem Schloss habe. Das hast du eben noch gesagt, du darfst auf gar keinen Fall unter den Tisch filmen, weil ich habe mir einfach einen Bademantel umgelegt. Mir war kalt, aber oben classy, oben hui, unten voll. Ja, Klassiker. Klassiker, naja. In jedem Bewerbungsgespräch so. Wir haben keine Geheimnisse vor euch. Ja. So, also so sieht es jetzt hier aus. Ja, Team Eis, dein Gesichtsausdruck gerade. Ich schalte nochmal um. Also jetzt komm. Ist es scharf? Ja, ich muss. Die Kartons sind scharf. So. Ja, perfekt. Genau, und ich lege das jetzt hier nur den Oberstoff auf den Oberstoff, weil das wollen wir jetzt hier halt zusammennähen. Zack. Und daran kann ich euch jetzt einmal demonstrieren, was diese Maschine Tolles kann. Ja, das war auch nur neulich, hast du gesagt, ich muss nähen. So, jetzt tausche den Fuß noch. Genau, ich mache wieder den normalen rein. So, wichtig ist, der Fuß hier ist seitlich ausgesteckt, aber das ist ja sowieso, wenn man zu faul ist, den rauszuholen. Frechheit. Ach, so. Das ist jetzt hier ganz schön. Und man kann hier die Geschwindigkeit einstellen. Und wenn man jetzt auf Top Speed und dann den Knopf drückt. Das funktioniert hier gerade nicht so gut. Ich nehme mal lieber für dieses Experiment die Unterkante. Ist ja egal, welche man zuerst macht. Diese Kante hier. So. Und nun. Seht und starrt. Willst du wirklich auf Topspeed nähen? Ja klar, immer. Profi. Einfach nur auf den Knopf drücken. Aber ich muss gleich eigentlich auch nochmal hier wieder zurück. So, und jetzt Gas. Jetzt geht's los. Geht doch alles. Und das ganz ohne Fuß. Mhm. Ja. Okay. Ich weiß übrigens, dass es auf der W6 auch funktioniert. So. Ute sagt, denk dran, den Reißverschluss zu öffnen. Oh ja, das ist ein richtig guter Tipp. Ja, danke, dass wir hier auch Profis unter uns haben, die gute Tipps geben. Ja. So, und Mrs. Kersey schreibt, dass die Tagesschau das auch nicht anders macht. Also oben voll und unten voll. Das glaube ich übrigens auch. Und ist euch mal aufgefallen, dass Judith Rakers oft immer das gleiche Oberteil anhat? Das ist diese Blonde. Da haben wir, die hat so Abnäher hier und dann variiert das manchmal in der Farbe. Ich habe manchmal gehört, dass die nicht irgendwas zweimal anziehen dürfen. Habe ich auch gedacht, aber ich hab jetzt schon das gleiche Oberteil dreimal gesehen. Leute. Nee. Leute. Also sowas. Da rücken die Nachrichten über Notre Dame komplett in den Hintergrund, wenn ich mir das Outfit zweimal von ihr angucken muss. So. Also sowas. Genau, und jetzt nähe ich noch hier diese Naht. Die und die. Aber diese kleinen Eckchen, die müsst ihr erstmal offen lassen. So. Ach, und das Pedal wieder ein. Weil, also, wenn man ein Pedal hat, dann ist es schon cooler mit. Mal, wenn du nähst, dann nähst du immer ganz langsam. Ich nähe immer richtig langsam. Langsam, aber sicher. Ja. Safety first. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. Lisa schreibt gerade, dass es mit der W6 auch funktioniert. Aber du doch, glaube ich, lieber das Gaspedal benutzt, ne? Das Fußpedal. Das tue ich auch. Ach, so. Ja, hoppa. So, was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich hier die Seiten. Oh, hier ist es nicht ganz. Da hat meine Maschine ein bisschen ausgelassen, weil es hier so fett ist. Nochmal rüber.
Und jetzt? Hä? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Keine Experimente hier. Ich habe auch irgendwie so einen ganz besonderen... Ich glaube, ich habe einen Stickunterfaden. Also klassisch ein Stickunterfaden. Auch wieder ja. Ein Teil, ein... Ja. Ein Maß der Tatsache. Mrs. Kersey näht auch lieber mit dem Fußpedal. Das war auch nur, um zu demonstrieren, dass es funktioniert. Ja. Gibt es sonst eigentlich noch ein paar? Ja, also Blackjack, mir kam der Name auch bekannt vor, Traben Trabach, da waren wir mal im Urlaub. Aber das ist schon ein paar Jährchen her. Hat er jetzt genäht? Ja. Super. Oh, ne? Doch, ich glaube, es hat funktioniert. Okay, und jetzt mache ich das Gleiche nochmal hier auf der Innenseite vom Täschchen. Wieder, dass ich die Ecken auslasse. Und mit dem einzigen Unterschied, hier muss ein Loch drin bleiben. Also hier nur ein, ich markiere das mal mit meinen zwei Klammern. Und an der Stelle will ich einmal noch ganz kurz sagen, wir haben unten so einen Gefällt-mir-Button. Wenn euch das Video gefällt, drückt einfach auf Daumen hoch. Das freut uns, das tut nicht weh, das kostet nichts. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, also es tut nicht weh, das kostet nichts. Einfach nur Daumen hoch. Danke. Danke, danke. Und genau, ich habe das hier mal markiert. Also hier nur dieses Stück nähen. Oh. So. Dieses Stück nähen und dieses Stück nähen. Das hier muss offen bleiben, weil man das dann später hier durchwenden kann. Perfekt. Genau. Also, Traben Trabach ist in positiver Erinnerung geblieben. Auf jeden Fall nichts Negatives in meiner Kindheit. Und ich sage das freiwillig. Ein Spaß. So. Ja. Wo starte ich denn mal? Hier starte ich. Lisa, ich muss dazu sagen, meine Geschwister können sich solche Sachen tatsächlich viel besser merken als ich. Ich war da nie gut drin, in Namen und Orten. Antje fragt gerade, zu welcher Seite klappst du den RV? Oh. Vor Schreck, das gesamte Teil runtergefallen. Den klappe ich nach innen. Also du meinst wahrscheinlich... Reißverschluss. Ja, klar, aber du meinst wahrscheinlich... Oh, ich habe ihn auch gar nicht aufgemacht. Also doch, ich habe ihn ein bisschen aufgemacht. Aktuell haben wir 51 Zuschauer. Das ist doch schön. 52. Cool. Danke, Kela. Ja. Ich mache dir jetzt gerade hier nochmal auf. Ja. Jetzt haben wir 17 Mag-ich-Bewertungen. Ja, cool. Juhu. Sehr schön. Oh, ist ich jetzt geht er auf? Ja, na klar geht er auf. Ich hatte ihn ja eigentlich auch, also ich hatte ihn nur nicht weit genug offen gelassen. Genau, ich klappe den so zusammen, vielleicht sieht man es hier noch so ein bisschen. Ja. Und dann nach innen. Auf diese Seite. So sieht das dann aus. Von innen. Ich meine, das ist echt wie so eine, wie ein Nähkurs gerade hier, ne? Mhm. Einfach mal schauen, wie macht sie das? Und das Coole ist, ihr könnt nach dem Livestream euch das Video auch immer wieder ansehen. Mhm. Sie zuckt ein bisschen. Zuckt. Ja, es ist dieser Sprung nach unten. Das mag sie nicht. Und nochmal hier bis zur Klammer, wie gesagt. Sieht das Ganze so aus. Also ihr habt jetzt hier diese Naht ist zu, diese Naht ist zu und diese Naht ist zu. Und hier das gleiche, nur hier ist eine Lücke. Und jetzt müssen wir noch diese kleinen Ecken schließen. Und dazu
ziehen wir die auseinander, so, und legen sie dann so wieder zusammen. Ich hoffe, man kann es erkennen. So. Wie ein Froschmund. Wie ein Froschmund, genau. So, so war es und so, so macht man es dann. Zack. Damit sie nachher einen Boden hat und steht. Genau. Genau so ist es. Sehr schön. Ich mach mal wieder eine Nadel rein. Ja. So. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie einfach. Jetzt ist die Gelegenheit. Boah, ich muss gucken, dass ich scharf bin. Cool. So sieht es dann aus. Und jetzt noch auf der zweiten Seite. So. Leute, wir werden immer mehr. Wir sind jetzt schon 56 Leute. Cool. Und ist das denn? 21 gefällt mir. Das ist doch schön. Das freut uns tierisch. Mega schön. So. Genau. Und nochmal auf der zweiten Seite. Eine Ecke schließen. Hier ist wichtig, dass die echt gerade ist, also wirklich nicht schief nähen, weil sonst steht die Tasche nachher nicht gerade. Mhm. Schlaue Kommentare von Marc. Ja. Primo. So. Cool. So, hier Barbara fragt gerade, klappst du die Nahtzugabe auseinander? Ah, nee, ich klapp die nach hinten. Man könnte sie auch auseinanderklappen. Aber ich habe sie beide hier nach hinten geklappt. Die von unten und die von der Seite. Ja, genau. Sehr cool. Und das mache ich jetzt auch nochmal hier innen. Beim Innentäschchen. So, Kela schreibt gerade, vielleicht auch ein guter Hinweis, ich nähe an der Stelle nie den Reißverschluss mit an, sondern nähe nur den Stoff zusammen. Muss aber vorher darauf achten, dass ich 2 cm nicht mit einnähe, ist beim Reißverschluss einnähen. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ja, man darf den Reißverschluss hinten nicht festnähen. Mhm. Dann braucht man den auch später nicht übernähen, weil sonst hat man so viel Stoff. Ah, okay. Geht auch. Geht auch. So. Das geht ja so fix hier. Fixes Täschchen. Fixes Täschchen. Ups. Leute, wusstet ihr, dass wir heute mit einem Hund gefilmt haben? Cooles Material ist entstanden. Und wer das auf YouTube noch nicht gesehen hat, ich hatte auch ein kleines Video auf YouTube gepostet. Ach so. Da war gerade da, der Hund. Der kommt gleich noch. Und das kommt jetzt nicht diese Woche, sondern danach die Woche Sonntag, 10 Uhr. Sprich am 27., 28., 23., das heißt 23 hat gar keinen Sinn. Doch, 24. 24. 25, 26, 27, 28. Ich zähle immer mit Fingern. Ich auch. Also, am 28. kommt das Video mit diesem Hundi hier. Und der hat ganz Upcycling-mäßig eine Regenjacke gekriegt. Aus einem alten, wie nennt man das? Einer alten Laufjacke, die wetterfest ist. Mega cool. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Ich lese mal ganz kurz, was hier gerade passiert. Hat Marit auch den offenen RV, an den offenen RV gedacht, Reißverschluss? Ja, hast du aufgelassen? Vielen Dank, Ute hatte das ja gesagt.
Vergiss nicht, den Reißverschluss zu öffnen. Kehler schreibt an Barbara, wenn du die Nahtzugabe eine nach rechts und eine nach links legst, dann ist an der Stelle nicht so dick. Cool. Ja. Two and a Half Teams fragt, ist das nicht Maya von Jesse? Nee, das ist nicht Maya, das ist Waldi. Nee. Walter. Waldi. Also Waldi ist der Spitzname, ja. Genau. Hier wird gerade gefachsimpelt, Ankela, bleibt da nicht ein Loch, wenn du 2 Zentimeter beim Reißverschluss eben freilässt. Das muss ich jetzt beantworten. Einfach im Chat. Du hast noch einen zuzunehmen, ne? Nee, ich bin jetzt durch. Leute, wer ist ungefähr jetzt in diesem Zustand? Also es geht um die Tasche, nicht um Marit. Und jetzt drehe ich das Ganze schon mal um, würde ich sagen. Einmal wenden, bitte. Einmal wenden. So. Ich glaube, alle sind gerade, wir sind jetzt bei 61 Leuten, Leute, das ist der Wahnsinn. Wow. So cool. Mega schön. Super, super cool. Ich glaube, alle sind gerade so sehr im Nähgame drin. Nähfluss. Dass Walter, der Dackel, komplett untergegangen ist. So. So, hier ist es natürlich jetzt wichtig, dass der Reißverschluss offen ist, weil sonst kann man es nicht wenden. Und raus damit. So, eine neue Tasche wurde geboren. Das ist doch immer das Allerschönste. Das schönste Moment, wenn es dann auch funktioniert. Beim Nähen, ne? Ja. So. Und was ich ganz schön finde, gerade hier in der Runde, ist, dass, dass hier ihr euch gegenseitig unterstützt. Also jemand sagt, ah, ich mach's aber so, oder kann man es auch so oder so machen? Und ihr schreibt euch gegenseitig. Und das finde ich mega, mega cool. Mhm. Ja, mega cool. Voll cool. Ansonsten, ich weiß nicht, wir haben eigentlich die Make-Ma-Gruppe, das Stickcafé zum Sticken gedacht. Wir wissen nicht, ob wir glaube ich, zeitmäßig kriegen wir jetzt nicht noch eine Nähgruppe irgendwie hin. Aber dafür sind wir da im Stream, man kann ihn immer wieder angucken. Und hier, wer live dabei ist, eben auch Fragen stellen. Ne? Ja. Leute, guck mal. Zack. Das ist die Tasche. Ich finde, sie ist sogar schöner geworden. Als die? Als die. Irgendwie ein bisschen stabiler. Ja, das liegt, glaube ich, an dem Innenteil. Ja, das ist eine alte Hose. Ist schon sehr stabil, deswegen ist es hier auch schon ein bisschen dick an den Seiten. Ja. Aber es ist natürlich auch schön stabil. Jetzt im letzten Schritt muss man natürlich noch hier das Loch, was innen noch geblieben ist, schließen. Zack. So, Kameramann war nicht auf Zinne. Aber das nähst du auch mit der Maschine, ne? Nicht auch mit der Maschine. Wenn man jetzt ganz ordentlich ist, dann kann man es natürlich wieder mit dem Matratzenstich mit der Hand machen. Aber dadurch, dass es innen ist, als Innentasche, finde ich es vollkommen legitim, da einmal mit der Maschine drüber zu gehen. Genau, einfach einmal hier drüber. Ja. Und dann ist es schon fertig. Blackjack schreibt, er möchte Walter nochmal sehen. Kriegst du gleich. Wer möchte Walter denn auch nochmal sehen? So, ich muss irgendwie... jetzt sind wir scharf. Perfekt. So. Brauche ich eigentlich eine Schere? So. Zack. Sehr gut. Und rein da. Daisy schreibt gerade, Marit nicht mit der Maschine. Wir haben doch gesagt, es ist innen, das kann man auch mit der Maschine machen. Ja, doch, ich bin da nicht so. Das ja, kann ich man auch. Jetzt, ich fülle mal rein gerade in die Tasche. Und wie sieht es aus? Sieht man jetzt, dass mit der Maschine gemacht wurde? Ja, man sieht schon. Man sieht es. Aber es ist jetzt, aber ich finde es nicht schlimm. Ja, ist okay. Ich finde es sehr schön. Ist das Täschchen geworden? Ja. Das war jetzt irgendwie so durchmarschiert. Na, wobei eine Stunde sind wir schon dabei. Stündchen sind wir dabei. Ja, wir haben ja noch ein, zwei Sachen, die wir noch sagen wollen. Auch eine Ankündigung, was wir nächste Woche machen werden. Ein bisschen was haben wir schon ganz am Anfang verraten. Daisy schreibt gerade, sie glaubt, sie ist die Einzige, die Öffnung von Hand zunäht. Gibt es noch irgendwen, der die Öffnung mit... Ja, scheinbar Mrs. Kersey. Ja, so, Miss Kersey schreibt die Wendeöffnung auch mit der Hand, Matratzenstich, wie du schon gesagt hast. Genau, ja.
So, ja, geht beides. Geht auf jeden Fall. Ist natürlich ja. schön, ich gebe euch recht, aber, ja. aber ich bin da einfach was, ja. Ja, sehr cool. Ja. So. Fertig. Genau. Fertig. Ich würde sagen, dass wer jetzt die Anleitung nicht oder das Schnittmuster nicht runtergeladen hat, das gebe ich dann gleich im Anschluss an den Stream nochmal frei. Und ja, Blackjack wollte Waldi nochmal sehen. Los geht's. Kopf da und High five. Und Leckerli. Nein, hat sie erschreckt. Sehr cool. Ja. Die Kamera kann ich eigentlich wieder. Vielleicht muss ich hier noch irgendwas zeigen. Dann behalte ich sie lieber in der Hand. Haben wir noch eine Ankündigung? Haben wir schon. Ja, wir haben noch vieles auf dem Zettel. Wir haben noch einiges auf dem Zettel. Leute, will eigentlich einer diese so einen Make-Ma-Sticker haben? Ich weiß, mal sehen. Dann schreibt uns einfach. Oder? Habe ich jetzt spontan gesagt. Jetzt kriege ich richtig viel. Ich will so welche haben. Aber ich habe. So, dann muss ich so 200 Euro für Porto ausgeben. Dann gehen wir jeden Tag zur Post. Jeden Tag einen Spaziergang zur Post. Und bringen einen Brief weg. Ja. Da müssen wir uns noch was Neues überlegen. Jetzt fehlen auch die Ostereier im Täschchen. Das stimmt. Die haben wir aber in der Küche schon, ne? Oder hast du die hier liegen? Die habe ich hier. Ja? Ja, dann packen wir die da schon mal ran. Weg. So, dann packen wir die da schon mal rein und dann sind wir jetzt für Ostern auch gewappnet. Und wie gesagt, die Stickdateien findet ihr alle bei makema.de, wie manche auch zu sagen pflegen, makema.de oder makema, ist alles richtig. Und die haben wir auch mal im Livestream gemacht. Ja. Ostereier. Ja, die gibt es auch. Als In-the-Hoop-Datei. Kann ich da jetzt reintun? Ja. Und dann kommen die da ins Täschchen. Alle rein. Gute Nacht. Tschüss. Ja, tschüss. Ja. Ja. Ist doch süß. Also Ann-Kathrin schreibt, kommt dann auf meine Maschine. Das wäre natürlich auch cool. Blackjack holt sich einen Sticker vom Bahnhof. Sehr witzig. Ja. Da sind sie gelandet. So. Ja, sehr, sehr cool. Leute, ja. Wenn euch das gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt oder auch mittwochs im Livestream dabei sein wollt, dann abonniert uns auf jeden Fall, indem ihr unten auf Abonnieren und auf jeden Fall auf die Glocke klickt, sonst habt ihr uns nur abonniert, aber ihr folgt uns nicht. Das heißt, ihr kriegt auch keine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video sonntags online bringen oder mittwochs streamen. Ne? Ja. Ja? So, Lisa sagt, die Eier werden Ostern verschenkt. Ich hoffe, du schaffst das noch. Ich hoffe auch, dass du das noch schaffst. Wir haben eine Kategorie und die nennt sich Win und Fail der Woche. Oh. Und ihr schreibt rein, was in dieser Woche extrem Gutes passiert ist. Also was so ein Win für eure Woche war. Und falls es auch was Blödes gab, schreibt ihr das auch einmal gerade in die Kommentare rein. Und wir erzählen auch gerade von unserem Win und Fail der Woche. Willst du starten? Ja. Willst du mit dem Fail oder mit dem Win? Ich finde den Fail auch ganz witzig, den du hast. Ja, stimmt. Ja. Diesmal wissen wir schon vom anderen, haben wir eben drüber geredet. Ja. Win und Fail. Ja, also dazu muss man sagen, wir haben mal jetzt die Woche einen Ausflug zum Baumarkt gemacht. Wir brauchten beide ein paar Sachen. Dabei ein kleiner Zwischenlifehack. Beim Baumarkt gibt es so coole Bänder, die so viel günstiger sind als in irgendwelchen Stoffgeschäften. Ja. Zum Beispiel Gummibänder und so. Mega cool. Ich bin voll ausgeflippt. Goldene Ketten oder irgendwie sowieso irgendwelche Ketten, die man mit beim Upcycling nähen einfach gebrauchen kann. Leute, Lifehack, geht in einen Baumarkt. Geht im Baumarkt, das war echt cool. Ja. Ja. Und wir brauchten halt ein paar Sachen und Marc war irgendwo verschwunden und ich stand dann vor diesem riesen Bänderregal und habe mir da was ausgesucht. Dann kam nur die Challenge, wie kann ich die jetzt abschneiden, weil nirgendwo war eine Schere und da stand so Selbstbedienung. Und dann irgendwie auch, habe ich mich schon total bescheuert angestellt, da waren so Lineale irgendwie so hochkant und dann habe ich wieder so hingestellt und habe versucht, 2 Meter zu messen. Ich glaube, ich habe das eh schon alles falsch gemacht, aber dann hatte ich das so abgemessen und bin dann die ganze Zeit so rumgelaufen. Ich war wirklich lange vor diesem Bänderregal. Und dann habe ich aber die ganze Zeit gesucht, wie kann ich das denn jetzt abschneiden? Und dann war da so ein
Heißschneider? Heißschneider? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, ja, und wie mit so einem Lötkolben oder so. Nur mit so einer breiten Fläche. Ja. Wenn einer weiß, wie das heißt, schreibt es einmal mal gerade rein. Genau. Ja. Und dann stand ich jedenfalls da und für Ewigkeiten und habe es einfach nicht verstanden, wie ich das machen soll. Was liest du da? Ich höre dir zu. Ich mach gleich. Und dann, egal. Na, jedenfalls habe ich dann irgendwann verstanden, wie man das damit abkriegt. Also man schmilzt dann sozusagen die Bänder ab, ne? Weil das sind ja vor allem halt so Funktionsbänder und irgendwas. Naja, jedenfalls habe ich es immer gecheckt und dann ist mir einfach so ein ganz lautes "Ach, so geht das" rausgerutscht. Und naja, da waren halt sehr viele so Handwerker, die einfach kurz irgendwas besorgen mussten und irgendwelche Kerle, Rohr, die so neben was? Mir, na, nur kurz ein Rohr. Oder ein Klo kaufen. Ja. Jedenfalls haben die mich alle so ultra verwirrt und irritiert angeguckt und war nur so, was ist das auch für ein nerviges Mädchen da, was da irgendwie schon seit 3 Stunden versucht, diese blöden Bänder und zu... Und endlich hat sie verstanden, wie es funktioniert. Endlich. Einfach endlich so rausgerutscht. Ja. Ach so geht das. Ach so geht das. Ganz kurz nachlesen, was ich denn noch als Wenn und Fail hatte. Und deiner war auch im Baumarkt. Ja, meiner war tatsächlich im selben Baumarkt zum gleichen Event. Und zwar haben wir Tomaten gekauft und eigentlich wollten wir ursprünglich Samen kaufen. Da gibt es unterschiedliche Kategorien. Leute, macht es nicht. Also die Kosten, da kosten irgendwie 5 Samen für irgendeine ganz besondere Tomatensorte. 5 Euro, 4,99, 6,29. Ich dachte, warum für Samen? Auf gar keinen Fall. Jedenfalls sind wir ein bisschen weiter. Dann gibt es schon fertige Pflänzchen, die so ein bisschen gezogen sind. Und dann gab es da eine Pflanze, die schon ein paar Tomaten dran hatte. Aber da man ja nicht weiß, wie die schmecken, bevor ich die kaufe, probiere ich die ja. Und dann habe ich mir einfach eine Tomate gepflückt. Und du wolltest im richtig Baumarkt, undercover das und dann war ich so undercover kurz die so wegsnacken. Ja, und dann war die so saftig, dass mir dieser ganze Saft über den kompletten Pulli... Und das war so, oh, ich habe hier keine Tomate gegessen. Ja, also ich war komplett versaut. Ich habe nicht gerade zufällig die Tomate geklaut. Ja. Aber wir haben dann die noch gekauft. Deswegen. Das war mein Fail. Ja. Und mein Win, ganz kurz, mein Win war, ich habe eigentlich ziemlich Schiss vor Hunden und heute war ein Hund hier und das war so ein bisschen wie Therapie. Das war so... Du hast das sehr gut gemacht. Ja, also wirklich, normal, wenn so ein Hund kommt und ich bin irgendwie joggen oder so, dann drehe ich um und laufe einfach woanders lang, so. Weil ich nie weiß, wie ich Hunden gegenüber reagieren soll und die auch nicht und dann sind wir beide verwirrt und ich habe Angst, der Hund hat Angst oder auch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, das war schön, das war mein Win. Das war echt ein guter Hundetherapie Win. Heute. Das war allgemein cool mit dem Hund heute. Ja. Mhm. Hast du noch einen Win? Ja, ich habe eine alte Freundin, mit der ich früher voll gut befreundet war, wir haben uns wie aus den Augen verloren und die hat mir geschrieben, dass sie zufällig auf unsere Sachen hier gestoßen ist, weil die auch näht. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben und uns wieder getroffen. Und das war irgendwie total cool, dass man so einfach durch Zufall, irgendwie, dass sie das gefunden hat, jetzt wieder in Kontakt gekommen ist. Und halt auch durch unser gemeinsames Hobby sozusagen uns wieder gesehen haben. Wie lange habt ihr euch nicht gesehen? Gute Frage. Also schon ein paar Jährchen schon auf jeden Fall. Schon 5, 6, 7 Jahre krass. Irgendwie. Und dann, ja, ich habe auch neulich eine Nachricht gekriegt von einer, mit der ich Abi gemacht habe, die sagte, ich kriege jetzt ein Kind und habe angefangen zu nähen und bin dann auf die Nähvideos gekommen und hat dann auch direkt Fragen zur Disney-Maschine gestellt, wie so viele Fragen, die wir kriegen. Ja. Das ist irgendwie noch so ein cooles Nebending von dem, was wir machen, dass einfach so alte Freunde und Bekannte irgendwie dann auf einen aufmerksam werden und man auf einmal wieder Kontakt hat. Ja. Also, cool. Lisas Win der Woche ist, die Maschine kommt hoffentlich morgen. Kela sagt, unsere Hühner, ihr habt noch Hühner, wie krass. Wie machst du das alles, Kela? Kela hat 6 Kinder, muss man dazu sagen. Alle, glaube ich, mega, mega cool. Und jetzt hat sie ja noch Hühner. Ja, mega. So, Isabel, wenn es mit dem Schnittmuster klappt, das klappt auf jeden Fall, dann nähst du auch noch selber. Das kriegst du heute Abend auf jeden Fall noch. Lisa hat keinen Fail. Antje, Kind ist wieder gesund, das ist super, ja. Aber du hast es noch nicht geschafft, Eier zu färben. Ja, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Ja, das stimmt. Mhm. Aber super, dass dein Kind wieder gesund ist. Und Eier färben muss man machen, wenn man Kind ist. Ich habe Eierfärben geliebt. Sollen wir das auch nochmal machen? Wir machen auch nochmal Eierfärben, jetzt oder? Jetzt ist schon Ostern. Aber wir haben weiße Eier. Weiße Eier haben wir schon im Kühlschrank. Aber ich glaube, wir schaffen das nicht mehr vor
Wir probieren. Wir heute machen sollen. Im Stream. Wir machen dann nächste Woche Eier färben. Tatsächlich. Bisschen zu spät. Ja. Aber wenn man Kinder hat, muss man Eier färben. Ja. Ich habe sehr viel und gerne Eier bemalt. Ja, oh auch ja. So. Ich habe auch früher, auch wenn nicht Ostern war, mit Bleistift immer den Eiern Gesichter gemalt. Echt? Zum Frühstück schon. Gemacht. Ja. Süß. So. Miss Kersey, wenn diese Woche Deutsche Bahn, Stickkurs mit der Bahn, alle Züge kamen pünktlich, musstest viermal umsteigen, alle Anzüge. Wow. Das ist krass. Ich finde es auch cool, dass man so solche Sachen auch wertschätzt. Also man kann ja, wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass wir immer sehr, sehr viel und gerne über alles fluchen. Mhm. Ich finde immer, so Angriff ist die beste Verteidigung im Sinne von, wenn ich schon über irgendwen oder irgendwas meckere, dann kann wenigstens niemand über mich meckern. Und ich finde es irgendwie viel schöner, mal jemandem zu sagen, hör mal, das hast du cool gemacht. Oder nett, dass du mir das oder das mitgebracht hast. Oder dass man das danke, dass du Frühstück gemacht sich hast. Sich dessen bewusst ist. Ne? Ja, dass auch es nicht so, selbstverständlich ja, ist, dass jemand für jemanden ja. was macht. Ja. Dass wir schon in einem ganz schönen Luxus hier leben. Ja, in Deutschland und in ja. unserer heutigen Zeit. Ja. Ja, Nina, nur noch einen Tag arbeiten und dann frei. Sehr cool. Und dann ganz viel Orga. Organza? Organza, was ist das? Oh, das ist so ein Stoff, ein ganz feiner. Cool. Ah, okay. Hat das jemand weggeschmissen? Wow. Ja. Ja. Clara Fall alias Gina liegt flach. So ein Scheiß. Also gute Besserung. Weiterhin gute Besserung. Ich hoffe, dass das schnell wieder gut wird. Weiterzieht. Also von so. Dem. Jetzt habe ich. Nicht weiterzieht, sondern also ja. wegzieht. So, Barbara, das ist im Übrigen meine Mama, die sagt, nächstes Mal nähen wir Lätzchen für mich, ja. falls wir wieder in den Baumarkt gehen und Tomaten klauen. So, freue mich über das Wetter. Also Ann-Kathrin hat Urlaub diese Woche, Zeit zum Nähen, Werkeln und kein Fail. Das ist auch super. Kann man mal drüber nachdenken und sagen, ich habe gar keinen Fail. Genau. Gina hat eine Männergrippe, eine sehr hartnäckige. So. Ah, hier wurden sich gefunden, Gina und Lisa. Ja. So, das nächste Thema für den Live, So Along, Lätzchen nähen für Marc, das wäre doch auch witzig. So. Ja. So, Nina, nächste Woche anfangen zu nähen, ganz langsam und achtsam. Genau, das sagtest du beim letzten Mal ja schon, dass du da eine Sehnenreizung hattest. Da auf gar keinen Fall übertreiben und, ja, schon. Das war cool. Das war sau cool. Und was wollen wir schon? Willst du noch was sagen? Willst du eigentlich noch was sagen? Ja, warte gleich. Hier ist gerade Marina hat geschrieben, mein letztes Paket ist da, jetzt kann das Sticken starten. Was meinst du mit letztem Paket? Ich glaube, dass Stickmaschinen, mit Ausnahme von Brother-Maschinen, die Stickeinheit und die Maschine immer in zwei Paketen versendet wird. Also Maschine, selbst wenn es eine reine Stickmaschine ist, zum Beispiel bei Bernina Pfaff, ist die Maschine und die Stickeinheit immer getrennt in zwei Kartons. Ja. Wahrscheinlich sind die unterschiedlich gekommen. Ja. Hermes halt, genau. Hermes. Ja. Mir ist gerade noch ein zusätzlicher Win eingefallen. Die Säckchen wollten sie auf der Arbeit von meinem Mann wegtun. Oh, ja, krass, cool, dass du die. Ja, dass du sie hast. Richtig cool, ja. Sehr cool. Ja. Mir ist gerade noch ein zusätzlicher Win eingefallen. Und zwar, wir hatten da, als wir noch auf Twitch waren, häufiger darüber gesprochen. Wir haben ein größeres Videoprojekt gemacht, jetzt in der letzten Zeit. Und das hat super viel Spaß gemacht, war jetzt schon eine aufwendigere Sache, weil das 4 Videos waren, die wir produziert haben. Und zwar für die Firma Skojo. Ja, und also keine Schleichwerbung an der Stelle, sondern wir finden das wirklich cool, was sie macht. Skojo ist eine Online-Lernplattform für Kinder 1. bis 4. Klasse und 5. bis 7. Klasse. Und die haben uns gefragt, hör mal, ihr macht coole Videos, habt ihr nicht Lust für uns Videos auch für YouTube zu produzieren, und zwar zum Thema das Lernen mit ganz vielen coolen Themen. 4 Videos haben wir jetzt gedreht in den letzten Wochen. Das war auch der Grund, warum es immer ein bisschen ruhiger war, auch bei uns, und wir es jetzt wieder so ein bisschen gestartet haben, dass es Projekte gab. Und wenn ihr nach, vielleicht muss ich auch den Link irgendwo mal hier posten, oder? Ja, kann man oder? Den da einsetzen. Ich suche den einfach mal parallel. Und du kannst sagen, was... Ja, und das ist jetzt abgeschlossen
offiziell und ja, sowas ist irgendwie auch immer voll das Erfolgserlebnis, wenn man das geschafft hat und irgendwie auch ja, stolz auf sich sein kann, dass man sowas auf die Beine gestellt hat. Das war jetzt, wie gesagt, ein aufwendigeres Projekt, hat aber super viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr mögt, guckt euch das gerne mal an. Vielleicht, wenn ihr selber Kinder habt oder so, könnte das auch, ja, für euch interessant sein. Genau. Oder auch beim Studium oder so sind auch gute Tipps. Ich habe den Link mal reingepostet, ja, gerade zu einem von den vier Videos. Da geht es um die sogenannte Pomodoro-Technik. Es geht eben darum, aufmerksamer zu sein. Wie konzentriere ich mich? Wie lerne ich richtig? Mhm. Und der Coach, den wir da genutzt haben, das ist tatsächlich ein Referendar. Angehender Lehrer, und das Kind ist, der war ganz witzig. Ja. Der heißt Henry, und ja, das war sehr, sehr cool. Also, ja, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und wenn ihr uns einen richtig großen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr ja gerne mal kommentieren. Das wäre echt cool. Dann freuen die sich auch. Ja, genau. Und dann kriegen wir vielleicht noch ein paar Aufträge und dann können wir auch mehr das hier noch machen. Ja, das wäre cool. Das wär auch cool. Ja. Also, wenn ihr mögt, lasst da gerne einen Kommentar da und ja, ja, das wäre schön. Das wäre, ja, cool. Den musst du in die Infobox packen. Mache ich. Packe ich in die Infobox rein gleich. Ich hoffe, ich kann das irgendwie bearbeiten. Hier vielleicht. Ne, das ist der Titel. Oder? Egal. Mache ich sonst gleich. Also mach neu. Ne, das ist nur der Titel. Ja, sonst posten wir das gleich nochmal. Aber wir würden uns super freuen, wenn ihr einfach irgendwie mal reinschaut, wenn euch das auch interessiert. Vielleicht könnt ihr auch was von den Tipps gebrauchen und im besten Fall sogar, genau, einen kleinen, also, Kommentar da lassen. Das wäre super. Und ich habe jetzt gerade den Link tatsächlich in die Infobox gepackt. So, cool. Würde mich mega freuen. Und ich hatte noch irgendwas aufgeschrieben, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ach so. Leute, wir sind jetzt eine relativ kleine Runde. Wir haben das Video von Desi. Desi, bist du noch da? Ist die Frage. Dann wink einfach mal. Desi hat ja mit Anna von Einfach Nähen ein Video sozusagen gegenseitig gemacht. Sie haben sich eine Tüte überreicht mit Kleidungsstücken und jeweils drei Stück. Und daraus habt ihr dann was Cooles genäht. Ja. Und Desis Video ist heute um 13 Uhr rausgekommen. Und wir haben dann die Kommentare darunter gelesen. Und klar, sie hat sich das nicht ausgesucht. Sie musste irgendwas eben aus diesen Klamotten machen. Das haben sie sich so selber als Challenge auferlegt. Und es sind viele, viele nette Kommentare dabei. Aber wir sind manchmal so ein bisschen erschrocken, was Leute teilweise unter Videos kommentieren. Also wir freuen uns selber auch über Kommentare. Aber ihr müsst euch mal auch in unsere Lage versetzen. Man macht etwas, man gibt etwas von sich preis. Man macht etwas, in diesem Fall war es ja sozusagen wie so ein kleines Spiel. Und dann möchte man nicht lesen so, Leo ist nicht so meins oder irgendwie so. Waren ein bisschen die Regeln nicht, dass ihr ein ganzes Outfit machen müsstet und so. Also wir haben jetzt nicht mit Desi drüber gesprochen. Wir wissen gar nicht, was sie jetzt selber dazu sagt. Nur manchmal kann man sie irgendwie, oder aus unserer Perspektive, auch wenn Kommentare gar nicht jetzt, das sind jetzt keine typischen Troll-Kommentare, die jetzt einfach nur bösartig sind. Ja. Aber manchmal tun auch solche Sachen fast mehr weh, dass man, ja, irgendwie dann so randomly kritisiert wird. Also keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt ihre Meinung ist und so, aber ja, das also finden wir allgemein in der Nähszene. Ja, oder ist wahrscheinlich auch in anderen Szenen, aber wir haben halt nur hier irgendwie. Ja, ja, dass man manchmal Kommentare drunter liest und wenn man sich dann mal so in die Situation des Erstellers dieses Videos, der ja auf die Technik achtet, der auch noch darauf achtet, kann man alles gut erkennen, sieht man alles. Die Ansprüche für diesen kostenlosen Content, den man hier hat, der wird immer höher. Und wenn man dann irgendwie noch so Kommentare drunter hat, Emma, das kannst du aber besser oder dies oder das oder, also das war jetzt sogar noch nett ausgerückt, teilweise sind die Kommentare doch, wo man so denkt, boah, wenn ich das lesen würde unter unseren Videos, dann das würde mich einfach komplett demotivieren. Also, ja, oder Anna, die jetzt ihr neues, cooles Format auch gemacht hat, wie ich finde, mit Einfach Anna, wo sie ein bisschen mehr von sich erzählt, ja, wo man auch denkt, wenn man jetzt halt nur Anleitungsvideos will, dann muss man sich das jetzt ja nicht zwingend anschauen, aber dass man manchmal einfach Sachen drunter liest, wo man dass denkt, man so, das sagt, ist echt unter der Gürtellinie, ja, irgendwie so, ja, mich interessiert. Dass wirklich das jemand nicht drunter geschrieben hat, ja, interessiert mich nicht, was du von dir erzählst, ich will Nähvideos sehen, ja, so, wo ich auch denke, okay, aber das ist doch ihre freie Entscheidung, das, ja, zu machen. Dann guck's halt nicht. So, dann skip einfach. Ja. So, dann guck dir was anderes an. Ja. Ja, da haben wir irgendwie, ich glaube, heute durch
als wir da Desis Video gesehen haben, irgendwie nochmal so drüber nachgedacht. Und natürlich ist es voll die Minderheit und die meisten sind wahrscheinlich einfach stille Betrachter, die sich das anschauen. Und wir glauben die auch. Alle super freundlich und cool und toll sind, so wie wahrscheinlich ihr alle, die zuschaut. Ja. So, aber einfach so, keine Ahnung, wir haben da irgendwie eben noch drüber gesprochen, dass es, keine Ahnung, es gibt sehr unreflektierte Menschen, die einfach ziemlich gemein sind. Ja. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht so meinen, sondern nur ihre eigene persönliche Meinung vertreten, aber trotzdem. Ja. So, also kurz drüber nach. Also, ihr wahrscheinlich alle gar nicht, aber wir hoffen, dass wir damit irgendwie einen Anstoß geben und vielleicht, wenn man so einen Kommentar liest, auch mal drunter schreiben: Hey, kannst du dir vorstellen, wie das irgendwie bei dem oder dem ankommt? Mhm. Wir finden die Videos gut oder wir wollen die Leute auch motivieren, weiterzumachen. Für diesen kostenfreien Content, den man hier bekommt, denn ja, das kann man es nicht sagen, ne? Ja. So. Haben wir sonst noch was? Wir gehen jetzt nochmal kurz auf nächste Woche, oder? Nächste Woche haben wir was vor. Wir haben was richtig Cooles vor. Ihr habt es vielleicht auch, also die von Anfang an dabei waren, die haben schon gesehen, was kommt. Ja. Ich freue mich schon so doll auf nächste Woche. Wird mega cool, ja. Das wird, glaube ich, mal ein richtig witziger Stream. Also, die sind natürlich immer witzig. Also, bevor wir jetzt gerade den Stream gestartet haben, haben wir ein kleines Video sozusagen schon gedreht, was das Titelbild wird. Und ich hoffe jetzt, man kann das sehen. Nee, kann man nicht, ne? Woran liegt das? Nee, kommt nicht. Tja. Kommt einfach nicht. Leute. Aber der nächste Stream für den 24. ist schon vorbereitet. Das heißt, wenn ihr den schauen wollt, da geht es nämlich darum, was wir schon die ganze Zeit besprochen haben, dass wir mit Alltagsgegenständen aus der Küche, ich glaube, wir haben uns viele Sachen bisher überlegt. Eine Sache wisst ihr ja schon, genau. Also beim Sticken, wir werden nächste Woche auch wieder sticken, gibt es ja einen Avalon-Film, da kostet die Rolle richtig Asche und wir haben uns überlegt, kann man eigentlich auch Frischhaltefolie benutzen und wir haben uns viele Sachen überlegt, die man ersetzen kann oder könnte und wir werden nächste Woche live mit euch ausprobieren, welche Sachen man ersetzen kann und welche eben nicht. Und, Wir haben selber keine Ahnung, wir würden einfach mal... Wir machen es live, vielleicht klappt es, vielleicht klappen Sachen nicht. Experimentieren und wir haben halt bei ein paar Sachen so... ein Verdacht, was funktionieren könnte, was nicht funktionieren wird und so weiter. Aber es soll einfach mal so eine richtige Challenge sein. Das wird eine richtige Challenge, wo wir sagen, klappt es oder klappt es nicht? Ich glaube, das wird ziemlich witzig. Total. Weil wir haben echt einige Sachen uns überlegt. Und Desi muss gehen. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du zugeschaut hast. War richtig, richtig cool, dass du da warst. Haben wir sonst noch irgendwas? Leute, die immer meckern, lasst euch davon nicht entmutigen. Ich habe das Nähen durch Leute wie euch kennengelernt und bin dafür sehr dankbar. Oh, das freut uns schön, das zu hören. Ja, danke. Total. Ja. Ja, wir meinten das jetzt auch gerade gar nicht nur auf uns bezogen, sondern allgemein für irgendwie Leute, die jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Im Nähbereich. Ich glaube, in anderen Bereichen ist es vielleicht sogar teilweise noch schlimmer. Ja. Teilweise nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt immer diese schwarzen Schafe, die einfach eine sehr hohe Anspruchshaltung haben und ein bisschen schlechtes Selbstwertgefühl geben. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare unter diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, was ihr cool findet, was wir beibehalten sollen, ob ihr Anregungen oder Ideen habt, schreibt sie rein und ich würde sagen, mehr habe ich nicht zu sagen. Und wie gesagt, wenn ihr noch einmal bei Skojo guckt, das wäre cool. Und wenn ihr eure Tasche fertig gestickt habt, dann postet sie doch in den sozialen Netzwerken, wenn ihr möchtet, mit dem Hashtag einfach make mal mit. Make mal mit. Wie make mal geschrieben. Nee, da auf der Seite, ne? Also wie make mal geschrieben, alles zusammen, ohne Ausrufezeichen und einfach ein mit dahinter. Ja. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Restwoche noch. Und schöne Ostertage. Oh ja. Genau. Ja.
Nina sagt, bei Frischhaltefolien gibt es verschiedene Qualitäten. Habt ihr eine festere? Das verraten wir nächste Woche Mittwoch, ob wir eine festere Qualität haben. Was wir da benutzen und was wir sonst noch alles testen. Ja, wir haben uns, wie gesagt, ich bin auch richtig gespannt. Ich würde es am liebsten jetzt schon machen, aber das müssen wir ein bisschen vorbereiten. Wir wollen halt auch den Überraschungseffekt selber haben. Wir wollen das jetzt noch nicht alles perfektioniert. Und ihr dürft vorher mit überlegen, ob das funktioniert oder eben nicht. Ne? Vielleicht bauen wir einfach auch zwei Maschinen parallel dann auf. Können wir auch gut vorstellen. Ja. Dann geht das schneller und kann man mehr sehen. So cool. Spannend. Leute, genau. Killer schreibt, das Thema ist mal voll genial. Ich freue mich drauf. Gina sagt, ich auch. Wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Restwoche. Wundervolle Ostertage. Ja. Viel Spaß beim Eiersuchen, falls ihr das auch macht. Oder noch bemalen. Oder bemalen. Bis Freitag. Oder einfach ein festliches Frühstück oder Brunch. Ja. Am Osterwochenende, was so dazu gehört. Was so dazu gehört. Und Barbara, ich habe das Rezept bekommen für den Zopf. Den werden wir machen. Hefezopf. Werden wir noch am Samstag nach der Arbeit backen. Oh ja. Ja. Lecker, und dann lecker. Wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Kommt gut ins Bett später. Und kann ich doch sagen, oder? Ja, konnte kann ich doch sagen. Kannst du sagen. Und willst du sonst noch was sagen? Nö. Gute Nacht. Gute Nina Nacht, schreibt gute Nacht. Nacht. Frau Wiebke sagt, schöne Ostern, ich freue mich auf nächste Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Es war super cool mit euch. Ja. Hat wie immer Spaß gemacht. Ja, genau. Und Sonntag, 10 Uhr, kommt ein neues Video. Ihr könnt es natürlich auch später gucken, wenn ihr vorher Ostereier sucht. Ja. Leute. Genau. Macht Bernd, schöne Ostertage. Wenn ihr das Täschchen fertig genäht habt, postet das mit Make Mal Mit. Hashtag Make Mal Mit. Oder in Stickcafé rein oder whatever. Hauptsache, wir sehen's. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Schlaft schön.